Hallo, ich habe noch mal ein Video für euch mit der Fläche zwischen zwei Graphen. Und zwar haben wir einmal f von x ist x hoch 3 minus x und einmal g von x minus x hoch 3 plus x Quadrat. Wir wollen uns den Graphen mal diesmal gar nicht anschauen und gar nicht überlegen, wie der aussieht. Der ist auch nur skizziert, der muss nicht unbedingt stimmen. Das heißt, wir wollen als erstes die Schnittstellen berechnen. Als zweites die Differenzfunktion berechnen und dann die Fläche berechnen. Und ohne dass wir das skizzieren, kann man es auf jeden Fall komplett ausrechnen. Das heißt, die Schnittstellen berechnen heißt f von x minus g von x. Wir setzen die beiden Terme der Funktionen gleich. Wir bringen alles auf eine Seite, setzen das 0. Und dann entsteht hier schon die Differenzfunktion h von x. Das heißt, die braucht ihr nachher entsprechend nur hier. Das ist ja gerade f von x minus g von x. Und dann könnt ihr mit der Differenzfunktion ja nachher entsprechend Flächen zwischen zwei Graphen immer ausrechnen. Wir wollen jetzt nochmal hilfsmittelfrei rechnen. Das heißt, x muss jetzt ausgeklammert werden. Es ist eine Hoch-3-Gleichung. Und die können wir nur auflösen mit dem x ausklammern oder mit Taschenrechner. Also können wir hier ein x ausklammern und in der Klammer bleibt dann entsprechend 2x² minus x minus 1 stehen. Jetzt ist das ein Nullprodukt, also entweder wird der eine Faktor 0 oder der andere Faktor wird 0. Das heißt, hier haben wir schon mal eine Schnittstelle, x gleich 0. Jetzt haben wir hier eine quadratische Gleichung. Die löst man am besten mit PQ-Formel. Aber wir müssen erst durch 2 teilen. Dann steht da x² minus 1/2x. Minus 1/2 ist gleich 0. Jetzt dürfen wir die PQ-Formel anwenden. Also minus p-halbe plus minus die Wurzel aus, p-halbe ins Quadrat, minus q. Deswegen plus 1/2. Also bringen wir das beides auf den gleichen Nenner, auf 16. Dann sind das 1 Sechzehntel plus 8 Sechzehntel sind 9 Sechzehntel. Also können wir aus 9 Sechzehntel die Wurzel ziehen. Dann ist es 1 Viertel plus 3 Viertel ist 1. Und 1 Viertel minus 3 Viertel ist minus 1/2. Okay, damit haben wir jetzt die Schnittstellen. Und jetzt können wir ganz normal weiterrechnen, die Differenzfunktion angeben. Eine Stammfunktion zur Differenzfunktion aufstellen. Und dann können wir ganz normal die Fläche berechnen. Und zwar mit dem Integral von der einen Schnittstelle bis zur nächsten Schnittstelle von h von x dx plus das Integral von der anderen Schnittstelle von 0 bis 1 h von x dx. Das Ganze habe ich jetzt mal nicht hilfsmittelfrei gerechnet, sondern einfach in den Taschenrechner eingegeben, um nämlich mit euch zu überlegen, was passiert eigentlich jetzt hier mit diesem Integral. Und da kommt der Wert 5/96 raus. Hier, bei diesem hier, kommt der Wert minus 1/3 raus. Das heißt, wir müssen hier aufpassen, dass wir hier Betragsstriche setzen, denn wir können ja nur positive Flächen addieren. Und dann ist das entsprechend das Ergebnis. So, und jetzt wollen wir uns das grafisch noch einmal ganz kurz anschauen. Wie gesagt, der Graph ist nur skizziert, der ist nicht korrekt. Ich habe jetzt nur ganz beliebig gezeichnet. Einmal hier eine x hoch 3 Funktion für f und eine x hoch 3 Funktion für g. Worauf ich jetzt aber geachtet habe, ist, dass man hier die Schnittstellen bei minus 1/2, bei 0 und bei 1 habe ich berücksichtigt, sodass ich da Schnittpunkte mit den Graphen entsprechend ergeben. Das heißt, wir sollen die Fläche zwischen den Graphen berechnen. Und jetzt kann man nämlich interessanterweise erkennen, unsere Differenzfunktion war ja f von x minus g von x. Es ist der obere Graph minus der untere Graph, also obere Funktion minus untere Funktion, haben wir hier gerechnet. Denn der obere Graph ist f und der untere ist g.
Da kommt dann tatsächlich hier das positive Ergebnis dabei raus. Haben wir aber die Differenzfunktion f von x minus g von x, also obere Funktion minus untere Funktion, nicht berücksichtigt, sondern haben jetzt hier, die obere Funktion ist jetzt g und die untere Funktion ist jetzt f, dann erhält man nämlich, wenn man das Integral berechnet, einen negativen Wert. Und deswegen kommen hier die Betragsstriche ins Spiel. Okay, das war nochmal eine kleine Erklärung über die Skizze. Aber ihr seht, Fläche zwischen zwei Graphen, erstens die Schnittstellen, dann die Differenzfunktion und dann die Fläche immer entsprechend von Schnittstelle zu Schnittstelle bestimmen. Und an die Beträge denken, falls wir einen negativen Wert dabei erhalten. Okay, das war's. Dann wünsche ich euch viel Spaß und viel Erfolg.